Einen wunderschönen guten Abend zu den Games Welt News. Mein Name ist Kuro. Heute ist Mittwoch, der 28. August 2019. Und wir haben folgende Themen für euch. Und zwar sickerten erste Informationen zum neuen Apex Legends Helden und zur neuen Waffe durch. Die PC-Anforderungen für Ghost Recon Breakpoint sind bekannt gegeben worden. Telltale Games wird wiederbelebt. Und es gibt ein neues Update für Gran Turismo Sport mit Regen. Aktuell befinden wir uns ja bei Apex Legends noch in der zweiten Season. Der Solo-Modus wurde ja wieder leider eingestampft. Ich konnte kaum Solo spielen, denn es war Gamescom. Danke dafür, liebe Köln-Messe. Nichtsdestotrotz gab es jetzt schon für GameStop-Mitarbeiter und hohe Tiere auf einer speziellen Konferenz Einblicke in die dritte Season. Und da hat sich ein Mensch in den Reihen, der hat sich das Handy geschnappt und hat so knips, knips ein bisschen rumfotografiert. Deswegen gibt es jetzt im Internet Einblicke zum neuen Helden, Krypto. Der taucht ja auch schon im Trailer zur zweiten Season aus. Die aus Titanfall bekannte Charge-Waffe wurde ebenfalls gezeigt. Und, was ja auch schon mal geleakt wurde, Skins für ein mögliches Halloween-Event. Ist auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend, wenn man Apex Legends mag. Außerdem verändert sich gerade schon ein wenig die Map Kings Canyon. Und zwar, wenn man etwas vom Hydrodamm Richtung Wald läuft, findet man Warnschilder, die davor warnen, also die Eindringlinge irgendwie warnen sollen. So, ey, hier kennt man ja, ne? Eltern haften für ihre Kinder, wenn ihr über den Zaun klettert. Mehr oder weniger. Und das deutet darauf hin, dass möglicherweise demnächst, wahrscheinlich mit dem Beginn der dritten Season im Oktober, die Hintergrundgeschichte von Rev ein wenig tiefer und ausführlicher beleuchtet werden könnte. Ich bin nach wie vor großer Apex-Fan. Ich freue mich auf die dritte Season und mehr Lore ist immer besser. Am 4. Oktober erscheint Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint für so ziemlich alle gängigen Systeme, minus Nintendo Switch. Aber jetzt hat Ubisoft bekannt gegeben, was man denn für einen PC zu Hause haben sollte, um Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint in den unterschiedlichen Grafikeinstellungen spielen zu können. Und die haben es tatsächlich relativ in sich, denn selbst wenn man das Spiel in 1080p mit Ultra-Settings spielen möchte, braucht man zum Beispiel schon eine Nvidia GTX 1080 Grafikkarte, beziehungsweise für AMD-Karten dann halt ein entsprechendes Modell. Und das finde ich persönlich nicht ohne, denn in meinem PC steckt keine 1080 Nvidia Grafikkarte. Aber es geht natürlich noch weiter. 4K Ultra-Settings, da muss man dann einiges in seinem PC verbaut haben, unter anderem ein Intel Core i7-7700K Prozessor oder halt eine RTX 2080 Nvidia Grafikkarte, was schon eine Menge Holz ist. Ne? Auf AMD-Seite ist es dann halt die Radeon 7. Ja, wer das Spiel in all seiner Blüte genießen möchte, braucht zumindest auf dem PC einen anständigen Rechner. Wir alle waren traurig, als im vergangenen Jahr bekannt gegeben wurde, dass Telltale Games eingestampft wird. Es gibt kein Wolf Among Us 2, was mir persönlich im Herzen wehtut. Aber jetzt ist es so, dass Telltale Games wiederbelebt wurde, denn sämtliche Assets des Unternehmens wurden von einer Firma gekauft, die nennt sich LCG Entertainment. Die hat ihren Sitz in Malibu, auch nicht verkehrt. Und grundsätzlich muss man dazu anmerken, dass das neue Telltale Games quasi ein komplett neues Unternehmen ist, mit neuer Chefetage, die besetzt wird von Jamie Ottelier und Brian Battle. Und die haben halt Zugriff auf ein bisschen was vom Backlog von Telltale Games und werden da halt wahrscheinlich einige Werke nochmal neu veröffentlichen oder wieder zum Verkauf anbieten. Minus The Walking Dead, die Lizenz ist ja bei Skybound. Und das ist auf jeden Fall alles insgesamt eine relativ spannende Sache, denn Mitarbeiter, die in Vergangenheit bei Telltale Games gearbeitet haben, die bekommen erstmal einen Freelancer-Job. Die dürfen also auf selbstständiger Ebene so ein bisschen bei Telltale Games mitarbeiten. Und es wird gesagt, dass in Zukunft eventuell ein paar Telltale-Mitarbeiter übernommen werden könnten. Aber die Firma bleibt erstmal klein, viele Sachen werden ausgelagert und ohnehin muss man erstmal gucken, was in der kommenden Zeit
von Telltale Games zu erwarten ist. Ob tatsächlich irgendwie sowas kommt wie ein neues Wolf Among Us, wäre sehr, sehr schön. Aber Telltale Games wird wahrscheinlich in naher Zukunft erstmal kleinere Brötchen backen. Für Gran Turismo Sport ist ein neues Update mit der Versionsnummer 1.43 erschienen und das bringt 5 neue Fahrzeuge mit sich, unter anderem, was sehe ich hier, ein Nissan Silver K-Dia Selection aus dem Jahre 1990, da freuen sich die Auto-Enthusiasten. Was aber fast schon etwas spannender ist, ist die Tatsache, dass sie auf dem Red Bull Ring jetzt auch mit Regenwetter fahren könnt. Ne? Ist nicht nur Sonnenschein, sondern dann halt auch mit Regen, was natürlich das Verhalten der Fahrzeuge auf dem Rennkurs beeinflussen wird. Mal gucken, ob in naher Zukunft dann andere Strecken nachfolgen werden, und komplettiert wird das Ganze mit 7 neuen GT League Events. Gran Turismo Sport Fans haben auch heute noch immer mehr zu tun in Gran Turismo Sport. Die werden nicht fertig. Das war's mit den GamesFed News für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen.